Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Ich habe das Spiel jetzt durchgestartet und ich habe den Controller jetzt mal angeschlossen. Ich glaube, damit geht es jetzt besser. Okay, einmal den hier. Den hier. Ja, geht viel besser so. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Controller spielen. Den da. Und den da. Cool, sie fährt. Bin ich gut. Okay, und wir sind wieder Kate. Okay, mal ganz kurz schauen, wie die Steuerung da ist. Wie tue ich laufen? Ah, mit da oben. Okay. Und wie komme ich hier rauf? Ah, klettern. Okay. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier irgendwas machen. Nö. Ach so, wir gehen das einfach nur drüber. Okay. Jetzt. Umsehen. Was ist da? Hörst du das? Scheiße, verstecken. Wie mache ich das? Mach keinen Scheiß, bitte. Ja, also bis jetzt ist noch nicht sehr viel passiert mit dem Typen. Haben wir hier Secrets? War da gerade was? Ja. X untersuchen. Oh, das ist das eine Stückel da. Stilettoersatz. Ein Absatz einer Stöckelschuh. Eine Frau geriet auf der Insel in Schwierigkeiten und brach sich den Absatz ab. Der Absatz passt zum gefundenen Stöckelschuh. Okay. Ja, dann gehen wir da mal rein. Was das wohl ist? Hazardous Substance. Mhm. Achtung, Gefahr. Das ist schon mal nicht so gut. Übrigens, als ich das Spiel durchgestartet habe, habe ich mal ganz kurz recherchiert. Denn Holmes gab es wirklich und war ein Serienmörder, nur das mit die 200 Menschen ist wohl ein bisschen erfunden. Ich glaube, ich war nur 27. Und auch das mit dem Mörderhotel. Er hat zwar sein Anwesen, wo er das Ganze gemacht hat, aber diese ganzen Fallen und Co., die was wir jetzt hier sehen, das ist wohl erfunden. Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. What the fuck? Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben, klar? Kate. Ja. Was denkst du? Wir wissen, dass wir nichts dafür müssen. Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Kommst du? Aha. Hast du Höhenangst? Vielleicht. Ja.
Scheiße! Wir werden alle sterben! Das ist echt gemein. Geh! Oh mein Gott, entspann dich, Mark! Oh, das ist verdammt steil. Geht's? Oh Mann. Soll ich die Huckepack nehmen? Wie kann ich das auswählen? Ach so. Du schaffst das. Nein! Blick nach vorn, nicht nach unten. Ist okay. Okay. Ich schaff das. Wirklich? Hätte nicht gucken sollen. Das ist nur Wasser da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Soweit. Ich helfe dir. Komm schon. Genau so. Siehst du? Geht doch. Ich sehe nicht hin. Nicht runtersehen. Klar. Guck. Geht doch. Danke. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Wir sollten Mr. Dumet einholen. Wo sind denn alle? Tut mir leid, typisch Stadtmenschen. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute. Ah, sieht man jetzt endlich mal. Also ohne, dass wir hinschleichen. Nee, doch nicht. Ob das das Originalhaus ist, was sie abgetragen haben, also in der fiktiven Geschichte, und dann wieder hier aufgebaut haben? Das, wow. Mr. Dumet, was für ein fantastischer Ort. Ja, vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Aber warum sollte jemand das wieder aufbauen? Muss man doch genauso verrückt sein, oder? Hallo. Wer bist du denn? Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Ja, die Tochter von ihm vielleicht? Vermutlich dein einziger Fan. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Er ist ganz leicht nervös, oder? Mann, das ist genial. Wow. Sieh nur. Das ist fantastisch. Das ist heftig. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Wir sind nicht vollzählig. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Kate Schminker verbremst alles aus. Das ist wirklich ein 1-zu-1-Nachbau. Blauer Rucksack. Machen Sie sich frisch. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Dumet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Aber gibt's vielleicht einen Hinweis wegen den ganzen Fallen und so und was man vielleicht nicht machen sollte? Acht ist ein Counter. 178 Tode schon? Oh, die Vorahnung. Bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir.
Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott! Ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem, mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Es ist, einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was. 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay. Dann viel Glück. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Das ist vermutlich eine gute Idee. Du musst keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Das ist, glaube ich, die erste schlaue Idee. Und da wären wir. Tja, es ist, gemütlich? Wie eins dieser Kapselhotels. Wenigstens müssen wir nicht wieder ein Zimmer teilen. Ist auch mal enttäuscht. Minimal besser als eins dieser japanischen Kapselhotels. Ach komm schon, es könnte schlimmer sein. Wie unser Zimmer in Topeka. Nein, aus. Das habe ich verdrängt und will nie wieder daran denken. Wegen der Kakerlaken? Wegen deines Schnarchens. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Oh. Aber ich... Süß? Du findest mich süß? Hm? Wo entsteht eine Beziehung? Amüsiert, würde ich sagen. Du bist so tollpatschig. Was würde Charlie nur sagen? Oh, ich weiß. Wo ist er hin? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Na, sehen wir jetzt gleich das erste Geheimnis. Alles okay? Scheiße! Willst du mir Angst einjagen? Nein! Ach, weil... Klappt echt gut. Mit ihm innerhalb der Asthmanfälle aufhalten. Okay, jeder hat also so seine Eigenschaft. Seit wann hast du Asthma? Seit wann hast du denn Asthma? Von Geburt an. Normalerweise macht das auch keine Probleme. Ich muss nur vorsichtiger sein bei Staub und Pollen und wenn ich zu Tode erschreckt werde. Ich bin ein Arsch. Du wusstest es ja nicht. Alles gut. Wirklich. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. Probierst du das echt? Hätte ich jetzt und nicht gemacht. Jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten.
Ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Socken. Oh mein Gott. Ich schön verarscht. Dich. Du lügst wie gedruckt. Dass du süß bist, war keine Lüge. Ja. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßen. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Ich, ja, es ist nur... Wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Aaron. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Küsst euch, küsst euch. Oh, sie machen es wirklich. Was wird das? Oh mein Gott, ich, dich. Was? Sie macht direkt hier? Oh, du Bitch. Ich verarsche dich doch nur. Ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Oh, wie schön. Oh, sorry. Wer ist das? Naja, sind jetzt einige Leute im Haus. Das können jetzt viele sein. Fuck, was soll das, Charlie? Stehst da rum und versuchst zu lauschen. Was? Nein, ich wollte gerade klopfen. Was willst du? Störe ich gerade bei was? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja, wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Ich glaube, er stirbt da irgendwie als erstes. Okay, wir kommen aber gleich runter. Tagsüber wäre doch irgendwie geiler zum Drehen, oder? Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Was ein Arsch! Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Viel Glück bei der Zimmersuche! Ich werde irgendwas mit dem Spiegel lesen, nicht in Ordnung. Ey, was? Komm, na komm, los! Warum rennen die beiden weg? Wo zur Hölle gehen die hin? Oh, er bringt die Opfer wohl hierher. Und die alte Oma und der eine Typ da machen dann ihr Werk. Oh, wir haben ein Problem. Ja, schaltet den Spiegel an. Ich hab's auch gewusst. Eine Puppe? Okay, und was sagt uns das jetzt? Charles Schlafzimmer, 1927. 26. Oh? Oktober. Ich suche ja. Oh, Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht.
Ich bin nicht gestresst. Okay? Sehe ich irgendwie gestresst aus? Ja. Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Auf schwerem Papier gedruckt. Und das Logo ist in Folie. Shit. Hätte ich nur eine für Mr. Dumet gehabt. Hast du sie gefunden? Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Ach, scheiße. Sag nicht, sei methodisch, suche hinter anderen. Sachlich. Gut, dann wühl hier nicht wie verrückt herum, sondern geh organisiert vor. Methodical. Blaue Tasche ganz vorn. Ich habe mir das genau eingeprägt. Sie sind weg, Charlie. Weg? Einfach so? Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie. Tut mir leid. Ist nicht sehr gut fürs Arbeitsklima. Lass uns einfach weitermachen. Details sind wichtig. Ja. Es sich einzuprägen, reicht nicht. Details sind wichtig. Ja, okay. Ich werde mich bessern. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie aber so dringend? Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. So ein Arsch. Aber da könntest du mal E-Zigaretten probieren. Nur mal so nebenbei. Ansehen. Meine Ersatzmütze. Genau die gleiche? Steht mir halt. Ist doch ganz normal. Nicht unbedingt. Ansonsten, das Hotelzimmer sieht jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, das ist eine Todesburg, da haben wir wieder so einen geilen Spiegel. Okay, ja, dann gehen wir mal. Es ist die Frage, in welche Richtung, wobei das hat sich gerade beantwortet. Dieses Hotel ist so riesig. Ich kann es nicht fassen, dass wir hier sind. Moment mal. Hast du Angst, dass das die anderen Folgen billig aussehen lässt? Sie sind billig. Ist eben so. Diese Folge werden die Leute nicht vergessen. Wird sie in Emmy einsacken? Genau, den Preis holen wir uns. Halt dich an mich, Aaron. Ich will hoch hinaus. Warum ist das Buch hier hinten? Noch eine Staffel? Mach dir keinen Kopf. Du stellst sicher, dass bei mir alles rund läuft. Ich stell sicher, dass du Arbeit hast. Okay? Klar. Okay, da ist alles zu. Kannst du mal schneller gehen, bitte? Hier war es ja. Rein, okay. Haben wir hier noch Secrets? Untersuchen. Was ist das? Referent to M. Architect. Kannst du das nochmal... Okay. Hat er dann vielleicht da mitgeholfen? Ja, es ist alles ein bisschen mysteriös, aber ich glaube, eine Auflösung wird es in irgendeiner Form dann schon noch geben. Auch hier mal umsehen. Immer dahin gehen, wo man nicht hingehen sollte. Da liegt wieder was. Ah, wieder eine Münze. You've got to be worth something. Wieder Englisch. Ah, jetzt sind 7. Ah, und jetzt sehen wir das auch mal von oben hier. Ah, ich gehe ganz bewusst die andere Richtung. Nee, ich hört's aber nichts. Na gut, dann runter. Ah. Hey Charlie, ich habe gehofft, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Aaron, was du gerade für die Firma leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen?
Absolut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen, dass du die Drecksarbeit machen kannst. Ich. Nicht sehr freundlich. Du solltest dir einen Assistenten suchen. Assistenten? Ja, das bist du momentan. Assistenten? Einen persönlichen Assistenten? Sozusagen. Und dann könnte ich beim Schnitt helfen. Bitte was? Beim Schnitt? Beim Tonabmischen. Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Genau. Wow. Willst Moment du mal, da immer noch, man noch mehr machen. Regie führen, Charlie? Ich führe Regie. Nein, ich meine bei richtigen Filmen. Mit einem Budget und großen Stars. Aaron, du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Oh, richtig. Ja, sorry, Charlie. Also, willst du keine großen Filme drehen? Themenwechsel, bitte. Okay, können wir hier sonst irgendwas... Oh, da unten ist noch was. Was ist da? Konntest du das nicht mit der Karte? Ja, eben, wollte gerade sagen. Cool, ist jetzt offen. Okay, kannst du. Mann, sollst du sie aufmachen jetzt? Ja, komm. Hä? Wie funktioniert denn das jetzt? Ah, okay. Ich hätte ein bisschen mehr drücken müssen. Ja, jetzt mach sie auf, komm. Irgendeine Blume? Und da steht... Sehr geehrter Mr. Mandel, vielen Dank, dass Sie Twilight Perry als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Das Sinn erlebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price. Mr. Hector Mundy. Okay. War nicht sehr informativ. So, wo ist diese Bar jetzt? Ist es zu? Da, öffnen. Hey, vielleicht ist Mr. Dumet im Hinterzimmer. Du könntest ihn nach Zigaretten fragen. Wir gehen hier erstmal durch. Na okay, da gibt's nichts zu tun. Tür mit Schlüssel gehen können mit Schlüsseln aufgeschlossen werden. Ja, gleich. Und der hat sich jetzt einfach mal so angeschlichen. Jackpot. Aaron, hab den Schlüssel. Bah. Der jetzt einfach so da liegt und du hast keine Fragen und dass auch die Klingel abgegangen ist. Und der Typ ist einfach wieder weg. Oh, da hat's noch was. Ansehen. Ich sollte wohl froh sein, dass nur meine Zigaretten weg sind und nicht die Ausrüstung. Ja, ist bestimmt ein bisschen teurer. Ah, es ist so komisch, mit dem Controller zu spielen. Ja, dann, mach mal auf. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade noch. Du könntest Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Die Bar sieht aber geil aus. Es müsste Hallo? Jetzt einfach mal ein bisschen heller sein. Mach mal Licht an hier. Mr. Dumet? Hallo? Wow.
Eine Animatronik. Ha! Unglaublich. Was darf es sein, Mr. Dumet, Sir? Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Hallo? Hallo? Eine Schachtel Kippen. Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Okay. Das gibt's nicht. Vielen Dank, mein mechanischer Freund. Sehr nett von dir. Das ist echt gruselig. Und könnt man hier bitte mal die Lichter anmachen? Oh, untersuchen. Okay. Freitag, 17. November 2017, 19 Uhr. Sehr geehrte Miss Schröder, ich möchte mich wieder einmal für die unglaubliche Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team am Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Der Notcrew auf dem See war wirklich eine fürchterliche Tragödie und ich fühle mich zum Teil mitverantwortlich. Ihnen zu Ehren habe ich dem Hotel während der letzten paar Monate den letzten Schliff verpasst und ich vermelde mit Stolz, dass wir fast bereit sind, die Tore für die Öffentlichkeit zu öffnen. Bitte erlauben Sie mir, Sie und den Rest Ihres Teams als Zeichen meiner Dankbarkeit zum großen Öffnung einzuladen. Am 17. November 2017 um 19 Uhr. Ich verspreche einen spektakulären Abend mit Unterhaltung wie zum Beispiel einem Bar-Bier-Quartett. Während Sie diesen einzigartigen Hotelaufenthalt in vollsten Zügen genießen, werden Sie mir gewiss zustimmen, dass Ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Mit freundlichen Grüßen, Richard Belknap. Okay. Hat ja gut geklappt mit der Öffnung, hä? Jetzt wird wieder dicht. Ja. Ja. Die ist aber schon gebraucht. Natürlich will er es passend. Verdammt. Und jetzt Bargeld suchen? Sucht die Bar nach Geld? Was? Ich glaube, die Animatronik wird sich jetzt gleich beschweren, wenn wir das machen, oder? Aber es ist eine mega schöne alte Kasse. Würde ich mal als Deko auch irgendwo hinstellen wollen. Ja. Also, wir machen den Kartentrick wieder. Okay. Whoa! Scheiße, das hat mir jetzt arg gerissen. Nächste Runde auf mich. Versprochen. Okay. Ja. Komm zu Papa. Wow, hast du jetzt den Strom aus? Hey. Hey. Hä? Was willst du? Das Leben könnte so einfach sein. Mit der in meiner Jackentasche. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.